Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FAQ und damit verbunden zur nächsten Episode der Road to Division 1. Wir sind in Liga 9 und haben letzte Episode mit den beiden Galatasaray und Fenerbahce, also mit dem beiden Istanbul-Vereinen gespielt. In der heutigen Episode habe ich nicht gefragt, welche Teams, denn das liegt ganz einfach daran, dass ich keine Zeit habe, weil ich vorproduzieren musste. Und wir spielen heute einmal mit dem FC Basel im zweiten Spiel und im ersten Spiel mit Shakhtar Donetsk, wie ihr hier gerade schon sehen könnt. Und achtet mal im zweiten Spiel auf die Tore, also in dem mit Basel. Ist richtig lustig. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also gerade das 2., 3. und 4. und 5. Tor, also 2., 3., 4. und 5. Tor, waren sehr, sehr lustig. Gut, wir kommen natürlich wieder zu Fragen. Ich habe auf Facebook gerade mal gestellt hier, beziehungsweise die Aufforderung gegeben. Hier, haut mal Fragen raus, haben mit 12 wieder rausgepickt und werde die jetzt nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Aufs Gameplay werde ich die immer nicht eingehen, aber das seht ihr ja sehr im Hintergrund. Ich habe ja schon einen Tipp gegeben, wartet auf jeden Fall bis zum zweiten Spiel, denn das ist richtig, richtig cool. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich selber freuen. Links Videobeschreibung zu Instagram, Facebook, wo ihr Fragen stellen könnt und natürlich auch Randy Run, Coins und PSN oder Maxi-Cooler und so weiter und so fort. Gut, wir fangen an. Karriereende als Profi, also was ist das beste Alter, um ja seine Karriere zu beenden als Profi, fragt Nico. Das ist bei jedem ja individuell, ne? Je nachdem, ob es irgendwie eine schwere Verletzung gab oder sowas. Teilweise denke ich mal, dass Leute länger spielen sollten, wie beispielsweise in Pirlo, wenn es aber halt einfach körperlich nicht mehr geht, dann halt auch nicht. Ich kann mir aber auch also gut erklären, beziehungsweise ich kann gut verstehen, dass sie nochmal etwas schwächere Ligen gehen, um Geld zu verdienen. Also es ist ganz individuell. Ich hasse aber keinen Profi, weil er irgendwie im Alter nochmal in irgendeine Billigliga geht oder sowas. Das ist einfach ganz legitim. Verdient man halt nochmal gut Geld, ne? So, Trainer von Hannover würde ich das gerne mal sein, beziehungsweise die Meisterschale hochhalten. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren nicht passieren, aber ich selber wäre gerne mal irgendwie bei Hannover 96 tätig, wenn schon als nicht als Trainer, also Trainer wäre auch interessant, aber sonst so als Sporttrainer, so ein Duffner-Posten, wisst ihr, so Sportdirektor einfach, fände ich irgendwie geil. Ist eine geile Vorstellung, wird aber wahrscheinlich niemals passieren. Machst du mal in Zukunft mehr mit anderen YouTubern, beispielsweise mit Jack54HD in 7 Minute Squad, Englisch kann ich, ja, kann ich tatsächlich sogar, ne, P1, fragt Nico. Keine Ahnung, habe ich noch nie drüber nachgedacht, könnte ich eventuell mal fragen, ob der da Bock drauf hat, aber den zu erreichen ist bestimmt auch nicht ganz so einfach. Egal, vielleicht in Zukunft mal, allgemein mit vielen anderen YouTubern wird nichts kommen, ich denke mal mit Hansus, vielleicht nochmal mit irgendeinem anderen und mit Tobi natürlich und so, aber so großartig ist da nichts in Planung, mal sehen, was da noch so passiert. Und mit welchem YouTuber würde ich am liebsten mal ein Video machen, das ist quasi eine Frage, die daran anknüpft mit Jonas, der die gestellt hat, und zwar, ja, wäre das, glaube ich, Gronkh. Gronkh hat allerdings keine Ahnung von FIFA, deswegen ist das nicht ganz so ideal, aber so ein Vlog oder so mit Gronkh mal, das wäre echt geil. Ich feiere den Typen ja tierisch, wenn ich es nicht vergesse, dann blende ich euch jetzt mal hier ein Bild ein von meinem glücklichsten Tag in meinem Leben, fast schon, als ich Gronkh auf der Gamescom getroffen habe. Das Privileg hatte ich ja als einer von wenigen und dementsprechend, also ich feiere den wirklich extrem und dementsprechend würde ich eventuell was mit Gronkh machen. Was haltest du vom 75-Stunden-Spiel, das jetzt gerade ja, quasi vorbeigegangen ist heute, beziehungsweise für euch, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall am Sonntag. Ja, die haben ja 72 Stunden da rumgekickt am Stück. 777 zu 777 ist das Spiel ausgegangen. Ich finde sowas geil. Das ist einfach dieses, übrigens fragt das Nemo. Ich finde sowas geil. Das sind einfach so Aktionen, so Kreisliga-Style. Das finde ich richtig lustig. Gefällt mir extrem gut. Ich wäre gerne dabei gewesen, hätte es zwar nie durchgehalten, aber auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice Aktion. Auch wenn es ja kein Weltrekord ist, weil die in England irgendwie 108 Stunden oder so durchgehalten haben. Egal. Was hältst du von TV Total und Stefan Raab? Ich mag Stefan Raab an sich relativ gerne. TV Total finde ich auch cool. Aber nur wenn geile Gäste da sind, ansonsten nur die Stand-Up-Comedy, weil die ist richtig, richtig, richtig nice. Wirst du oft angesprochen, zum Beispiel in der Schule und so weiter und so fort. Im Stadion geht es einigermaßen, in der Schule erkennen mich ab und zu mal Leute, beziehungsweise haben mich Leute erkannt, ich bin ja nicht mehr in der Schule. Allerdings habe ich es da immer ignoriert, wegen den Lehrern vor allem auch, beziehungsweise allgemein, weil ich da in der Schule überhaupt keinen Bock drauf habe. Wenn ich in der Schule bin, bin ich angepisst und will meine Ruhe haben. Und deswegen ab und zu mal, aber noch nicht so krass. Aber ich finde das auch ehrlich gesagt nicht so schlimm. Wenn ich mal erkannt werde, freue ich mich. Ihr könnt mich auch immer gerne ansprechen, keine Frage. Im Zug habe ich neulich einen Abonnenten angesprochen, habe ich eventuell schon mal erzählt, als wir aus Hannover zurückgefahren sind vom letzten Spieltag, aber sonst, ja, nicht so extrem oft, finde ich aber auch nicht so schlimm. Das hat übrigens Bennett gefragt, weil ich das noch nie erwähnt habe. Gut, hörst du Deutschraps und, Deutschrap und was hältst du davon? Fragt Marvin. Wenig, Alligator, wenn dann ab und zu mal ein bisschen Kollege, aber auch nicht so viel. Wir sind jetzt übrigens bei den Toren angekommen. Und ja, JBB, das fragt Christoph dann quasi als Anknüpfungsfrage. Dieses Jahr, ich verfolge es einigermaßen, feiere es aber noch nicht so krass, weil ich will Fortune dabei haben. Ist aber bis jetzt noch nicht, aber die Teilnehmer sind alle relativ geil. Ich finde Madders sehr cool und von daher auch, das werde ich dieses Jahr verfolgen. Mein Maisgaster-Verein, das möchte Jonas gerne wissen. Und warum das so ist. Ich habe eigentlich keinen Meistgastenverein. Ihr wisst, das wollt ihr jetzt alle auch hören. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich auch das Video disliken. Ich mag den HSV nicht sonderlich gerne. Das ist nun mal einfach so, weil ich die Vereinsführung komplett scheiße finde. Wie gesagt, die Fans, solange es nicht die Dino-Erfolgs und wir sind die allergeilsten Fans, sind auch in Ordnung. Aber die Vereinsführung und allgemein dieser Verein in den letzten Jahren absolut beschissen. Ich mag auch Man United nicht sonderlich gerne. Barcelona mag ich nur nicht, weil sie quasi die Rivalen von Madrid sind. Aber jetzt auch nicht so krass. Braunschweig müsste mein Meistgasterverein sein. Ich finde die aber jetzt auch nicht so extrem schlimm.
ist halt ein Rivale und so weiter und so fort, aber ich habe jetzt irgendwie keinen persönlichen Hass auf den Verein, nur halt, wenn es um die Rivalität mit 96 geht, ich kann es auch nicht so wirklich beantworten. Ich hasse eigentlich keinen Verein, so wirklich, wirklich. Was sagst du zur Debatte gegen die Frauen-WM oder um die Frauen-WM? Ja, ich bin selber kein großer Fan von Frauenfußball, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich finde das relativ meh, aber das sieht man auch daran, dass die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 10-0 gegen die Elfenbeinküste gewinnt. Das ist einfach ein niedrigeres Niveau. Es kann aber auch ganz lustig sein, das anzuschauen, und ich bin natürlich froh, dass die deutsche Nationalmannschaft bis jetzt so erfolgreich reingeschaut ist mit dem 10-0. Was sagst du zum Barca-Sieg am Wochenende? Das ist einfach das verdiente Triple. Barca hat extrem gut gearbeitet diese Saison und dementsprechend haben sie sich auch das Triple verdient. Einfach Juve hat zwar auch klasse gespielt, klasse dagegen gehalten, aber Barcelona ist momentan die beste Vereinsmannschaft der Welt und da kommt auch Real nicht dran und auch Bayern nicht dran und von daher auf jeden Fall verdient. Ein Fantreffen, das möchte dann Tim gerne wissen. Die Frage gerade von übrigens von Lukas, davor die von Yannick. Ja, ein Fantreffen kann sein, dass das in Zukunft irgendwann mal geben wird, aber ich denke nicht, dass das der Anreiz so groß ist, mich zu sehen, beziehungsweise da irgendwie so eine große Masse ist, die das gerne möchte, aber kann sein, dass ich das irgendwann mal in Hannover oder Hildesheim mache. Wie gesagt, immer von den 96 bin ich nicht am Bahnhof. Vielleicht mache ich da mal eine Veranstaltung mit Ron zusammen oder sowas, ich weiß es nicht. Da könnt ihr mich auf jeden Fall eigentlich immer treffen. Gut, das war's von diesem Video, das waren die Fragen. Der Gegner quittet hier gerade, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ihr von den 4 gleich aussehenden Toren von Gashi haltet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Diese Episode 2 Siege, ich denke mal, das geht ganz gut klar. Bis zum nächsten Mal, wunderschönen Tag noch, haut rein.